Leute, und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, da sind wir wieder, die Woche nach Ostern. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Osterfest. Also wir hatten es auf jeden Fall. Vier Süßigkeiten gesucht. Eierlikör getrunken. Ja, mit kleinen Schokobechern. Jawohl, so ist es. Ich hoffe, es hat euch auch gut gefallen. Ihr hattet ein schönes Wetter. Wir in Berlin hatten es echt schön, ja, muss man sagen, am Wochenende. Schön, ja. Das war total cool. Und jetzt starten wir natürlich wieder in die Star Citizen Woche. Eine kurze Woche, aber wir haben ein paar Updates für euch. Und das erste, wichtigste, was überraschend zu Ostern kam, ist natürlich unser Hot Topic diesmal. Ja, und unser Hot Topic, frisch zu Ostern, serviert Überraschungspaket. Und zwar der Patch 2.3 ist live. Und damit für alle spielbar. Also ihr könnt jetzt loslegen, könnt das alles austesten, sehen, welche Schiffe sind da, was ist jetzt alles möglich und probiert euch aus. Genau, da sprechen wir jetzt im Detail mit euch drüber. Und zwar als allererstes natürlich, die Cartual ist jetzt flight ready, sie ist jetzt da, sie sieht auch viel besser aus, als sie noch am Anfang im PTU aussah. Schönes Schiff für alle, die als einen kleinen Scout Explorer haben wollen, sieht echt spannend aus, gerade mit der Alien-Technologie. Aber das ist natürlich noch nicht der große Klopper. Nein, der große Klopper ist der große Klopper. Nämlich die Starfarer, die ist Hangar-ready. Und ja, obwohl, da können wir eigentlich später zukommen, da wurde viel für euch vorbereitet in dem Zusammenhang. Mhm. Ja, und das war eigentlich der Mega-Clou, dass die jetzt Hangar-ready ist. Aber hallo, und apropos Hangar-ready, da haben wir nämlich ein paar Informationen für euch. Und zwar, wenn ihr eine Starfarer habt, dann seid sicher, dass ihr den Revel und York-Hangar auswählt. Der wurde nämlich um eine zusätzliche Hangar-Bucht erweitert. Ich glaube, auf der linken Seite, ne? Ja, super. Genau. Und die, da findet ihr dann eure Starfarer drin. Das heißt, kein anderer Hangar bietet Platz genug für das Schiff. Da müsst ihr also reingehen, damit ihr die Starfarer auch begehen könnt. Das ist also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Denn die anderen Hangars sind noch nicht so weit, dass sie jetzt wirklich erweitert werden konnten. Auf den Und sie Teil. Wird halt auch nicht im Hangar-Management angezeigt. Ne? Genau, ganz wichtig. Also ihr kommt automatisch dann da rein. Genau, so ist es. Weiter ging es dann mit den Sachen, die neu in Crusader sind im Patch 2.3. Und da gibt es insbesondere zwei neue Waffen. Ne? Ja, und zwar Arrowhead und Shotgun. Und ja, die bekommt ihr durch Belohnung. Wurden jetzt eingebaut. Und zwar, das Arrowhead ist, glaube ich, ein Scharfschützengewehr und die Devastator 12 ist eine Shotgun. Da führe ich kurz aus. Das Arrowhead Scharfschützengewehr, das bekommt ihr, wenn ihr einen Level 5 gesuchten Verbrecher aus der Welt schafft. Jawohl, dann liegt es bei euch in eurem Quartier auf Crusader im Port Olisar. Die Devastator 12 Shotgun bekommt ihr, wenn ihr die PI-Mission vollständig abschließt, dann findet ihr die auf der Kovalex Shipping Hub. Und Schluss und letztendlich noch was zur AT-T5 Klaus & Werner Rifle, die ja vor kurzem eingebaut wurde. Die ist jetzt frei verfügbar im Career Outpost. Das heißt, da könnt ihr sie jetzt aufsammeln und ausprobieren. Was hatten wir denn noch? Brauchst keine Belohnung dazu, ne? Genau, dann gab es zwei neue Komponenten, quasi Systeme, ne? Oder zwei Energiegeneratoren, die sind jetzt neu quasi dazugekommen als Komponenten. Die Aegis Regulus? Regulus? Und wie auch immer das heißt. Genau. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Ja. So mit der Aussprache ist immer so eine Sache. Und Amon und Reese Overdrive. Ja, das ist ein bisschen einfacher. Also, genau. Sie haben jetzt das Komponentensystem um eine Art von Komponenten erweitert, nämlich die Energiegeneratoren. Und die könnt ihr jetzt in eine bestimmte Klasse von Schiff, also bestimmte Schiffe einbauen. Und wenn wir sie jetzt auflisten, ist es auf jeden Fall die Avenger. Die Aurora. Jawohl. Die Mustang. Die 300er Serie. Hornet. Gladiator, Gladius, M50 und die Merlin. Jo. Da können wir sie jetzt einbauen, richtig. Und darum könnt ihr euch jetzt angucken, ob euch vielleicht das ein oder andere System an den Energiegeneratoren besser gefällt als das vorherige. Also das, was generisch eingebaut ist. Schaut es euch mal an. Ich habe damit noch keine Erfahrung gesammelt. Ja. Mal gucken, wenn wir mal Riesen fragen. Ne? Ja, stimmt. Richtig. Der soll uns mal hier dazu was erzählen. So ist es, ja. Ja, was gab es noch Neues? Natürlich Fixes. An der EVA wurde gearbeitet an überhaupt Bugfixes, FPS-Animationen. Richtig, ja, da wurde viel gemacht. Gerade so Start-Stop-Animationen und sowas haben sie gemacht. Und ja, ansonsten, wenn ihr Fehler findet, ganz, ganz wichtig, reportet die bitte im Issue Council. Das findet ihr auf der RSI-Seite. Müsst euch einloggen dafür und dann gucken, ob es den Fehler schon mal gibt. Und dann hochvoten oder eben selber einstellen. Das hilft auf jeden Fall, um das Spiel immer ein bisschen rumzukriegen.
ging von Patch zu Patch zu Patch. Ja, und ich glaube, da haben wir noch einen kleinen Zusatz zu. Ne? Da wurde nämlich was entdeckt, und zwar auf YouTube. Da gab es einen User, der hat ein Video hochgeladen. Genau. Also da solltet ihr unbedingt reinschauen. Und zwar ja, wird er einen Bug erwischt haben, wo er dann mit der Starfarer eine kleine Runde dreht. Mhm. Und zwar im Level Broken Moon. Im Arena Commander, ja. RavyID hat diesen hat das Video eingestellt. Findet ihr bei uns jetzt hier in der Videobeschreibung unten. Schaut mal rein. Es ist der erste kleine Blick, auch wenn es noch viele Bugs hat. Und noch, naja, wie gesagt, es ist ja auch noch sozusagen ein Bug-Exploit. Also er nutzt es ja aus. Nicht ganz offiziell. Aber schaut mal rein, sieht auf jeden Fall scharf aus, das Ding schon mal im Arena Commander zu sehen. Ist ja riesengroß. Ja, und von da aus gehen wir in die Weekly Updates. Genau, Weekly Updates und wir fangen an mit Around the Verse. Und da wurde erstmal eine Bestandsaufnahme gemacht. Was gibt es jetzt eigentlich alles mittlerweile in Star Citizen? Und diese Auflistung, dachten wir, die tragen wir euch auch mal zu. Vor allem für all diejenigen, die unsere Formate vorher noch nicht gesehen haben. Das ist jetzt der Stand. Es gibt das Dogfighting im Arena Commander. Mhm. Area 18, alles in Bezug auf Planeten, Arcorp. Dann haben wir Crusader. Das Mini-PU mit Crusader, selbstverständlich, was jetzt immer wieder erweitert wird. Außerdem haben wir über 30 verschiedene Schiffe, die jetzt flight-ready sind. Das bedeutet, da sind Multicrew-Schiffe dabei, da sind Einsitzer dabei, alles Mögliche ist da jetzt drin. Und es gibt natürlich Missionen, jede Menge, und FPS, genau, Kampf. EVA-Mechanik, das heißt also Extra-Vehicular Activities, das Schweben im Weltraum ist drin. Also das ist jetzt eine Bestandsaufnahme. Wenn ihr in den Artikel geht für SCB und jemandem das zeigen wollt, da ist alles nochmal übersetzt und aufgeschlüsselt, was es dazu gibt. Wir dachten, das ist ein guter Start jetzt, um zu ATV reinzukommen. Was gab es denn sonst noch Neues? Sonst, haben sie eigentlich gesagt, als nächstes arbeiten sie an 2.4 und es wird einige Überraschungen bereithalten. Was natürlich wissen wir nicht, aber das wollten wir euch auch nicht vorenthalten. Mhm. Dann gab es außerdem, das ist ja so mein Favorite, ein neues Video von Andy Serkis, dem Schauspieler. Und also wer ihn nicht kennt, Gollum, King Kong, dahinter steckt der Andy. Und bei Star Citizen übrigens ein Vandul. Ja, und er hat nämlich genau dazu jetzt ein Video gemacht und einen Vandul-Anführer in Squadron 42 gespielt. Also ein Behind-the-Scenes-Video quasi, schaut mal rein. Wer großer Fan von Andy Serkis ist und seiner, ja, sehr speziellen, aber großartigen schauspielerischen Leistung, der kann da ein bisschen was zu kriegen. Und außerdem gab es noch mehr zu den Vandul, und zwar, da wurde jetzt einer der Sprachwissenschaftler wird jetzt eingeladen sozusagen und stellt es ein bisschen dar. Da greife ich gerade ein bisschen vor, was eigentlich aus Reverse the Verse kommt. Ja, ja, aber vor allem soll da jetzt mehr an die Öffentlichkeit kommen, was die Vendul-Sprache angeht. Und wie gesagt, in Reverse the Verse kommen wir gleich nochmal drauf. Weiter ging es dann auf jeden Fall mit der CitizenCon. Ja, da waren die Tickets innerhalb von 30 Minuten ausverkauft. also vielleicht habt ihr ja eins bekommen. Ansonsten für all diejenigen, die kein Ticket bekommen haben, macht überhaupt nichts. Es wird wieder einen Livestream geben. Genau, im Oktober. Termin habe ich gerade nicht auf der Pfanne, kriegt er aber auf jeden Fall von uns noch mitgenannt, wenn es aktueller wird. Ja, und dann geht's los mit dem, was jetzt wirklich groß an Features dazukommen soll, nämlich dem Hangar, den Hangars und den Shopping. Ja, und ich finde, das ist eigentlich mit die beste News, weil, wenn ich shoppen gehe, wo soll ich denn dann hin mit dem ganzen Kram, ne? Also, ja. Und das ist jetzt eine Neuerung, an der gearbeitet wird, dass, wenn ich quasi meine Sachen gekauft habe, dass ich sie dann auch verstauen kann. Und dann gibt es eben verschiedene Funktionen und die Designphase ist jetzt gerade zugange mit dem abgelegenen Lager. Ne? Also das heißt, wenn ich mir was bestelle und ich bin jetzt gerade nicht vor Ort, so wie beim Home-Shopping, aber ich bin dann jetzt gerade irgendwie bei meinem Nachbarn oder sonst wo, dann kann es trotzdem in meinen Hangar geliefert werden. Und das ist natürlich super. Ne? Also wenn ihr was einkauft, dann kein Problem übers Mobiglas oder sonst was. Das wird zu euch dann in den Hangar geliefert. Und dann habt ihr den ganzen Kram da. So ist es, ja. Das bereiten sie jetzt gerade vor, dass es halt Lagerplätze im Hangar selbst gibt, wo ihr sozusagen euer Zeug erstens händisch verstauen könnt oder eben, wie sie es hier ja gerade sagt, wirklich irgendwas Mobiglas bestellt und dann wird es dorthin geliefert. Sie machen aber nicht nur das mit den Hangars. Sie gehen auch wirklich so weit, dass sie sagen, da soll es bei dem Portsystem, was bei den Hangars schon drin ist, jetzt eine wirkliche Erweiterung geben. Und das bedeutet, dass ihr die Gegenstände, die im Hangar sind, dass ihr die verschieben könnt, dass ihr die auch rausnehmen und reintun könnt, wie ihr das gerne möchtet. Das wird insbesondere... Damit es kein Messi-Lager wird, ne? So wie bei Wiesn zum Beispiel.
Ja, der wird sich riesig freuen darüber. Der freut sich, der hat schon gesagt, ich schieb das alles in eine Ecke, mach gelbes Flatterband rum. Ich brauche den ganzen Subscriber-Kram hier gerade nicht. Ich will das auf jeden Fall alles in einer Seite haben. Das wird dann möglich sein. Außerdem, dass ihr die Räume editieren könnt von euren Hangars, dass ihr auch im Hangar selbst bestimmen könnt, welche Schiffe kommen rein, welche Schiffe sollen wo stehen. Und das alles natürlich mit dem Shopping dann verbunden. Das bedeutet, dass ihr da die Möglichkeit habt, eben wie gesagt, den Kram, den ihr einkauft, ja, da auch einzulagern. Ein bisschen Ordnung schaffen. Mhm. Ganz mit, wichtig. Mit dem Modifikationssystem. So ist es, ja. Ja, wie ging es dann weiter? Dann mit den Schiffen, ne? Mit den Schiffen, mit den großen Schiffen. Mhm. Daran wird weitergearbeitet, an der Idris und ja, dem Bengal-Träger. Genau, die sind natürlich wichtig für Squadron 42. Da geht es jetzt weiter, dass sie wirklich Stück für Stück fertiggestellt werden. Kommen wir auch in Reverse the Verse nochmal in Kleinigkeit drauf und erzählen, wie es da weitergeht. Und wenn sie damit fertig sind, dann geht es an die Vendul-Flotte ran, denn die soll ja auch relativ groß werden, sind ja unsere Hauptgegner in Squadron 42. Mhm. Und dann haben sie sich noch beschäftigt mit den mit dem Landen von Großkampfschiffen. Mhm. Da sind sie jetzt auch fleißig zu Gange. Und der Zeigefinger landen auf Großkampfschiffen. Ah, auf. Ja. Mit großen Schiffen auf großen. Genau. Also es geht natürlich da, dass ihr wirklich mit eurem Jäger in dem Schiff wie der Idris oder dem Bengal Carrier landen könnt. Wie diese Mechanik funktioniert, all das wird jetzt gerade aktuell geprüft und überarbeitet. Mal gucken, wie das dann aussieht. Bin sehr gespannt drauf. Hm. Ja, dann, ein Interview gab es noch. Ne? Ja, ein Interview mit Aaron Roberts, dem Bruder von Chris Roberts. Also der ist ja quasi der weltweite Leiter der Produktion und außerdem der Leiter von Foundry 42. Und ja, dieses Interview ist allein deshalb lesenswert, weil er viel über die Beziehungen und also was er vorher gemacht hat, auch mit Chris im Kindesalter und überhaupt. Kloppereien, die sie früher hatten. Ja, die sie und heute mit den Lego-Figuren. Haben, genau. Und, genau. Ja. Also weil er auch, er hat sich früher um die Lego-Spiele gekümmert. Und ja, also lest da mal rein, ist ganz witzig, ist ganz spannend und... Ja. Genau, das war auf jeden Fall das Interview. Ist übrigens ein zweiteiliges Interview. Mhm. Das heißt, es wird jetzt in Margen auch kommen. Da wird SCB das übersetzen, sobald es da ist. Schaut mal auf jeden Fall rein. Ja, dann gab es noch einen schönen Teil von The Wonderful World of Star Citizen als Teil von ATV. Und da ging es um Mr. Combustible und wie hieß der andere? Fire Spikes. Genau. Die machen nämlich 3D-Drucke. Mhm. Und zwar von der Retaliator zum Beispiel, von der Marine-Rüstung. Unglaublich coole Sachen. Schaut mal rein in den Artikel, da wird es sozusagen auch im Video dann nochmal direkt präsentiert, wie das aussieht. Die haben echt scharfe 3D-Drucke, die man machen sich sehr, sehr viel Arbeit, um das Detail genau darzustellen. Das ist so krass, wie das heutzutage alles geht. Ne? Ja, ne? Unglaublich. Also, stellen ihr eigenes Plastikspielzeug her. Ja. Das ist echt ziemlich cool, ja. Kannst ja auch irgendwie so Armprothesen und sowas bald machen. Ne? Okay, ja, das ist aber eine andere Geschichte. Das ist ein anderes Thema. Echt, ja, genau. Ist aber ja, krass. Das ist auf jeden Fall sehr krass, ja. Und weiter geht's dann mit Reverse the Verse. Ja, und bei Reverse the Verse, der Preis ist heiß, so könnte man sagen. Also das war einer der Hauptpunkte, worauf sie eingegangen sind, und zwar ja, dass die Starfarer im Preis gestiegen ist aufgrund ihres Wachstums oder ja, und voraussichtlich auch steigen wird, sobald sie flight ready ist. Ja, also denkt dran, wenn ihr noch eine euch sichern wollt, aktuell läuft der Sale noch, und wenn sie dann flight ready wird, wird sie zwar nochmal in den Sale kommen oder wieder in den Sale kommen, aber dann wird sie eben auch nochmal teurer werden. Also von daher schlagt jetzt noch zu, wenn ihr das gerne möchtet. Weiter ging es dann mit dem, was ich vorhin schon mal erwähnt hatte, nämlich dem Sprachwissenschaftler, der sich um die Vendul kümmert, und der kommt jetzt nach L.A., da wird es eine Interviewreihe geben oder zumindest ein, zwei Interviews zu, und der wird uns dann zeigen, wie man Vendul spricht. Ja, das finde ich ziemlich cool, ja, das wird auf jeden Fall dann nochmal präsentiert werden, da werden wir auf jeden Fall uns nochmal draufsetzen, wenn der ja, dann da auf kommt. Jeden das Fall. Ist sehr, sehr cool, ja. Genau, dann machen wir okay, so eine Vokabelreihe. So ja, wäre cool, so, ja, das wäre auf jeden Fall lustig. Ja. Jede Woche eine Vokabel. Genau, eine Vendul-Vokabel in jedem SCB-Verse-Report. Ja. Finde ich ziemlich lustig. Mal gucken, wie weit sie schon sind. Ja. Und das wird er uns auf jeden Fall da präsentieren. Ja, dann und dann gab es Neuigkeiten, genau, zum Event auf der Gamescom dieses Jahr 2016. Da haben sie gleich, oder das denken wir, ist halt wichtig, dass ihr das wisst, gleich vorweggenommen, es wird kein Riesenevent dieses Jahr sein, also nicht so wie im letzten Jahr. Sondern es wird zwar einen Stand geben und es wird die Möglichkeit geben, zu kontakten. Genau, und, es wird kleinere so Events geben, wo man also das keine Riesenpräsentation, alles etwas kleinere im Umfang. Genau, wichtig ist, das Augenmerk liegt auf dem Stand tatsächlich, auf der Gamescom, der mit Intel zusammen gemacht wird. Da wird ganz, ganz viel präsentiert werden. Dafür bereiten sie sich auch groß vor. Aber eben diese Backup-Präsentation im E-Werk, wie wir die jetzt gewöhnt waren, die letzten 3 Jahre, die wird es in dieser Form leider nicht mehr geben. Dafür eben rund um die Gamescom
kommen lauter Events, wo man dann auch Chris Roberts und Sandy Gardner und sowas auch treffen kann und kennenlernen kann. Ja, sie sagen halt auch einfach, dass es zu aufwendig ist, ne? Mhm. Und eigentlich ist deren Fokus natürlich, dass sie das Spiel voranbringen. Absolut, und sich absolut. Darauf konzentrieren. Ja, definitiv. Ja, und dann gab es noch ein Update zu den Hangars. Und zwar, wie schon gesagt, das Ziel, das hehre Ziel natürlich ist es, aus seinem Hangar rauszufliegen und dann ins Universe reinzukommen. Mhm. Da war die Frage, wann denn das passieren wird. Sie haben das auf der Liste, das ist auf der To-Do-Liste, aber da gibt es noch keinen Zeitpunkt, wann es fertig ist. Und tatsächlich, wenn man Reverse the Verse anschaut, da waren Disco Lando, auch Ben Lestig, auch ein bisschen überfragt. Die wussten selber nicht, wie weit es schon ist und wann das kommen kann. Ja. Ja. Und dann ging es ja auch noch um das Thema Ork 2.0. Da haben sie auch gesagt, dass es eben alles sehr anspruchsvoll ist und dass eigentlich das komplette System überarbeitet werden muss, also die komplette Seite auch. Und das ist so umfangreich, da geht es halt um mehr als nur um die Organisation. Und deswegen wird auch das noch ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Ja, sie wollen immerhin das ganze Forum überarbeiten komplett, sie wollen das ganze Chat-System überarbeiten. Es wird alles komplett neu sein, die ganze Art von Kommunikation auf der RSI-Seite. Müssen wir uns also noch ein bisschen gedulden, ist aber für dieses Jahr geplant. Ja, und von da aus gehen wir dann in den Teil, der euch wahrscheinlich am meisten interessiert, nämlich die Schiffsstati, also den Schiffsstatus der jeweiligen Schiffe. Und ich fange mal an mit dem kleinen Bergbauschiff, herrje. Bergbauschiff. Und zwar angesagt war ja, dass es wirklich noch ein kleines Schiff geben wird. Nicht nur die Orion, das riesige Teil, sondern ein kleines Schiff, was auch Bergbau betreiben kann. Und das ist tatsächlich in der Konzeptphase. Könnte tatsächlich sein, dass es sich um einen der nächsten Konzeptverkäufe handelt. Also Öhrchen gespitzt für alle, die als Mining wollen. Und sie haben sogar schon verraten, dass es Misk sein wird, der das herstellt. Also das ist auf jeden Fall für alle Mining-Freaks ein kleines Update, da werdet ihr eine Möglichkeit haben, ein anderes Schiff noch zu nehmen als die Orion. Und wie ging es dann weiter? Weiter ging es mit der Carrack, die ist auch in Überarbeitung, und zwar das Interieur. Das wird überarbeitet, das dauert aber halt auch noch ein bisschen, und derjenige, der jetzt daran arbeitet, Gurmuk, genau. Der hatte eine kleine Knie-OP, deswegen dauert das alles ein bisschen länger, aber er macht jetzt Homeoffice und macht das wohl sehr gut. Ja, und der sitzt übrigens auch mit im Team an der Caterpillar, die jetzt unser nächstes Update ist. Da geht es tatsächlich darum, dass sie nicht nur die Basis bildet für alle Schiffe, die was ist denn das eigentlich? Drake Interplanetary. Genau, dass sie wirklich die Designbasis bildet, sondern vermutlich wird sie auch das nächste größere nicht-militärische Schiff sein, was wir in der Engine sehen. Also die soll wirklich mit großer Kraft vorangetrieben werden, damit sie dann bei euch in den Hangars landet. Mhm. Und mit großer Kraft wird auch die Idris baldmöglichst hoffentlich fertiggestellt. Daran arbeiten sie auch ganz fleißig. Auf jeden Fall ist es schon so weit, dass die Flugtests laufen. Mhm. Ähnlich sieht es aus mit der Javelin. Da sind sie auch sehr weit. Auch die wird ja für Squadron 42 gebraucht. Da geht es jetzt noch nicht um Flugtests, sondern tatsächlich ums Interieur und da erstmal die Begehbarkeit des gesamten Schiffes. Da bin ich sehr gespannt, wie die dann aussehen wird. Das wird ja auch ein Riesenteil sein. Und apropos Riesenteil, die Starfarer ist ja jetzt im Hangar und sie hat absolute Priorität, um jetzt als nächstes Flight Ready zu werden. Das heißt, da werden sie sehr, sehr viel Ressourcen draufpacken, damit die Starfarer jetzt wirklich dann irgendwann flugfertig wird. Und ja, woran sie auch arbeiten werden, ist die Reliant. Und da hatten wir ja letztes Mal so ein bisschen spekuliert, ob sie jetzt schon zu 2.3 da sein wird oder nicht. Und jetzt haben sie eigentlich ziemlich präzise gesagt, in 2.4 ist sie zu erwarten. Ja, in irgendeiner Form war die Aussage. Irgendeine Form ist auch gut, ja. soll sie mit 2.4 kommen. Und jetzt ist sie also quasi wirklich kurz davor, fertig zu werden. Das heißt, wenn der nächste Patch kommt, werdet ihr vermutlich mehr von der Reliant sehen. Außerdem gab es noch was zur Aurora. Da wurde die Frage zugestellt, ob die denn auch überarbeitet wird, die ganze Serie. Ja, wird sie. Ähnlich wie auch die 300er Serie, die auch jetzt angepasst wird auf die Schiffe, die jetzt neu dazugekommen sind. Das heißt, damit sie eben nicht hinten ansteht sozusagen und die Technik überarbeitet wird, wird auch die Aurora-Serie nochmal überarbeitet, genauso wie die 300er Serie. Und wir gehen weiter zu Herald. Die Herald, ja, daran wird auch gearbeitet. Da gab es jetzt kleinere Design Überarbeitungsschritte, vor allem im Punkto Exterieur, haben sie gesagt. Dazu wird es demnächst auch höchstwahrscheinlich ein paar Bilder geben. Mhm. Und ja, das wird auch noch ein bisschen dauern, aber sie haben gesagt, die Ressourcen, die vorher an der Shian Scout gearbeitet haben, die werden jetzt für die Herald
Die sitzen genau. jetzt in der Herald dran. Könnte also relativ bald Hangar-ready werden, das Schiff, wenn die genauso schnell sind wie bei der Shion Scout. Ja. Und jetzt wollen wir beide erzählen. Genau. Nee, bitte, du darfst. Ja, komm, darf rein. Ich? Ja, bitte schön. Von der Dragonfly. Yeah. Also das, finde ich, ist ja schon mal der Hammer. Also weil da soll es einen Sportmotorradsitz geben. Also ja. dass ihr so vorgelehnt als Piloten da drin oder drauf sitzt ja. Und dann abgehen könnt. Auf geht's, ja. Finde ich ziemlich cool. Ja. Ich fand ja auch der Dragonfly, ja, ja, genau, der sagt eigentlich schon alles. Das ist im Endeffekt, gerade wenn man sich das vorstellt, wirklich so auf so einem Sportmotorrad sitzt, finde ich ziemlich cool, die Idee. Ja. Auf jeden Fall. Ist ja ein Einsitzer und es wird ein Starterschiff sein, also zumindest ein Tier 2 Starterschiff, also von daher ist es passend wahrscheinlich dafür. Sehr gespannt. Ja, und jetzt komme ich nochmal zu den Schiffen, wo es jetzt kein großes Update zu gibt, beziehungsweise die jetzt noch in der Pipeline sind und da gehört zum Beispiel die Hull-Serie dazu, die Orion gehört dazu, die Reclaimer, Endeavor. Genau, die Endeavor, die Burnu Merchantman und die Redeemer. Und das sind eben, wie gesagt, Schiffe, die für später in diesem Jahr mit neuen Updates vorgesehen sind. Hm? Ich glaube, das war es mit den Raumschiffen. Mhm. Und das ist eine super Überleitung zu dem Raumschiff der Esperia Blade. Da gab es ja ein Konzept-Sale. Mhm. Und wir haben vorbereitet in zwei Teilen, das wurde das für euch übersetzt, könnt ihr ganz einfach nachlesen. Die Q&As, ne? Genau, die Q&As, also Fragen und Antworten und da erfahrt ihr alles, was für euch wichtig ist. Genau, SCB hat es natürlich vollständig übersetzt und für euch bereitgestellt. Wir haben auch zwei Videos gemacht, eins, den ersten Teil mache ich und den zweiten Teil machen Dozer und Weezen und erzählen euch das, wenn ihr da mehr Infos haben wollt zur Esperia Blade und dementsprechend gleich einen Wendeljäger, der damit zusammenhängt. Ja, und dann gab es noch ein Schiffe. Video, genau. Das ist auch immer die Frage, wenn ich jetzt Einsteiger bin bei Star Citizen. Mit welchem Schiff steige ich überhaupt ein? Welches nehme ich? Was ist für mich interessant? Und da haben Weezen und Sawyer euch einen kleinen Einsteiger-Guide, also ein Video gemacht für euch und oder auch für eure Freunde, die halt noch nicht so drin sind. Und ja, ihr erklärt eigentlich im Prinzip, eigentlich müsst ihr nur darauf achten, was will ich später im Spiel machen? Das ist eigentlich so das Hauptkriterium, wonach man sein Schiff auswählen sollte. Definitiv. Weil es gibt irgendwie keinen Alleskönner. Ganz wichtig. Mhm. Keine eierlegende Wollmilchsau. ist aus, fällt aus. Ja, schaut auf jeden Fall rein in den Einsteigerguide, wenn euch das Thema interessiert. Wir gucken wirklich die Aufgaben der Schiffe an. Wir gucken, welche Art von Rollen und Klassifizierungen gibt es und wo und geben dann so ein paar Beispiele. Mhm. Und zum Teil bereit ist auch das nächste Voice-Over, was Sawyer für euch gemacht hat, also deutsche Übersetzung. Und zwar Saw Starfarer, die ja Hangar-ready ist, da wurde ein Walkthrough gemacht. Mhm. Und ja, das hast du übersetzt und das ist, ja, total interessant, weil, wie heißt der, Discolando? Mhm. Hat sich zwei Developer geschnappt und geht halt wirklich in jeden Raum, in jedes Deck und zeigt einfach alles ganz im Detail. Mhm. Und ja, du ist hast cool. das begleitet. Ja, es macht Spaß, wirklich. Also ich habe selber sehr, sehr viel gelernt bei dem Voice-Over über die Starfarer, so wie welche Funktionen wie genutzt werden sollen in Zukunft. Auch was man sich selber im Hangar vielleicht angucken kann, aber gar nicht so richtig versteht, was das jetzt für eine Bedeutung hat in irgendwelcher Form. Das erklären sie natürlich da auf den Punkt. Auch wenn es noch eine frühere Version war der Starfarer, als sie jetzt ist. Jetzt ist sie schon deutlich fertiger, als sie da in dem Video ist. Aber schaut mal rein. Auch Starfarer-Fans lernen da noch ein bisschen was über ihr eigenes Schiff. Und dann habe ich noch ein kleines anderes Video gemacht, einfach ein Update zur Cartual, die ja in PTU Flight Ready wurde und während des PTUs ganz viel weiterentwickelt wurde. Und da musste ich einfach nochmal ran, um zu sagen, ja, also am Anfang sah sie noch sehr unfertig aus, war die Bewegung noch nicht so richtig, aber jetzt sieht sie schon richtig schick aus. Die Cartual hat als Alien-Schiff einen eigenen Quantum Drive und dementsprechend auch eine eigene Animation dafür. Gibt's eine Kostprobe im Video. Ja, das könnt ihr euch da anschauen. Also Fans von dem Scout können da nochmal reinschauen. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Schiff für Leute, die gerne alleine unterwegs sind und gerne ein bisschen mit Alien-Technologie spielen. Hm? Ja, und dann, das war es eigentlich schon zu unseren Weekly Updates, ne? Mhm. Und Videos. Genau. Und jetzt gehen wir direkt zum Livestream. Und der nächste wird am 31.03. am Donnerstag sein. Den wirst du hosten, ne? Genau. Und 2015? Geht's los auf Live auf Twitch mit Let's Crash, unserer Show. Da freue ich mich schon wieder sehr drauf, nachdem es letztes Mal ja ausfallen musste. Aber diesmal sind wir wieder alle am Start und halten euch up to date. Gerade was Star Citizen und die Entwicklung so angeht. Ja, und schluss und letztendlich gehen wir in die letzte Kategorie. Ja, in unsere Interaction. Mhm. Und da hatten wir euch ja gefragt, was könnte der Überraschungsgast oder Gimmick sein für 2.3? Ist das vielleicht die Reliant? Mhm. Und ihr solltet abstimmen und vielleicht, weiß auch nicht. Weiß auch nicht oder ist schon, da ist es schon. Ja, genau. Oder, da ist sie nicht. Ja, genau. Ja, und da hatten 54% gesagt, ja, die wird kommen.
reines Wunschdenken, wie wir jetzt wissen. War es nicht. Genau. Und 38% haben gesagt nein. Und 8, oh, was auch immer. Genau. Die 38%, die gesagt haben nein, haben dann leider recht behalten. Aber kein Grund zu verzagen. 2.4 steht vor der Tür. Der wird als nächstes kommen. Und da soll sie, in welcher Form auch immer, dann für uns in die Hangars oder vielleicht sogar in den Flugbetrieb kommen. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall vielen Dank dafür alle, die abgestimmt haben. Wir freuen uns sehr darüber. Und ja, das war's für den SCD Bus Report. Die Woche ist rum. Wir sehen uns nächste Woche. Selbe Zeit. Sag sowas nicht. Dann setzt du mich hier immer unter Druck. Wenn ihr einschaltet, ist es eure Zeit. So ist es. Ja, gut. Dankeschön, gerettet. Ja, ne? Also wir freuen uns, euch wiederzusehen. Und genau, unterstützt uns weiterhin. Gebt uns Feedback, Daumen hoch, Daumen runter, was können wir verbessern, was gefällt euch besonders, ja. Abonniert den Channel, wenn ihr up to date bleiben wollt und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt für unsere Arbeit bei Star Citizen und YouTube, dann geht mal auf unser Patreon-Profil, da findet ihr vielleicht irgendwas, was euch die Unterstützung auch ein bisschen versüßen würde. Vielen, vielen Dank in jedem Fall und ja, Cecilia und Sawyer verabschieden sich bis zum nächsten Mal mit einem See you on the flight deck!